Wir haben Akupunkturpunkte am Körper und die können wir mit Klopfen stimulieren. Was passiert dabei? Wir kombinieren in unserer Methode immer das Klopfen mit Tönen, mhm, einen Ton machen, weil das aktiviert das parasympathische Nervensystem und mit einer inneren mentalen Hinwendung an etwas, was stressvoll ist. Und diese Kombination von Ton, Klopfen des Akupunkturpunktes und der inneren Hinwendung führt fast immer zu einer Auflösung der Problematik, die dahinter steht. Magst du das mal demonstrieren? Ich demonstriere mal. Also es sieht so aus, wir klopfen immer mit allen fünf Fingern und klopfen in einem Walzerrhythmus. Das Schöne ist ja, wenn man die Reihenfolge dann mal begriffen hat, kann man es selber machen. Das kann man selber machen, in jeder stressvollen Situation, aber auch wenn alte stressvolle Erlebnisse an die Oberfläche kommen, im Denken oder im täglichen Leben, irgendwas Schmerzhaftes hochkommt, was in die Vergangenheit gehört, kann ich sofort innehalten, wende mich innerlich dahin an die Bilder, die da sind, klopfe, mache einen Ton. Und zwei, drei Durchgänge und das Thema kommt nie wieder. Also sei es Liebeskummer, Ärger mit dem Chef oder was auch immer passiert sein kann. Und muss der Ton jetzt ein bestimmter Ton sein? Muss der aus der bestimmten Region kommen oder geht es nur darum, dass es tönt? Wir machen den Ton so, dass der aus der Region kommt, wo man die Spannung spürt, die mit dem Ereignis zu tun hat. Also es kann oft Magengegend. Ja, oder das Becken sogar. Becken. Oder das linke Knie. Der große Fußzeh, ja, dass man sich vorstellt, dass der Ton, wenn dieser Körperteil einen Ton machen könnte, wie wird er sich anhören? Aber immer mit offenem Mund. Ja, wir unterscheiden zwischen Tönen und Summen. Summen ist mit geschlossenen Lippen, das ist wesentlich weniger Effekt und Tönen mit offenem Mund. Brauchen die Patienten lange, bis sie so etwas als Möglichkeit akzeptieren? Also wenn ich mit Coaching-Klienten arbeite und das sind hochrangige Manager, dann gucken die mich manchmal an und denken, die Kleine spinnt. Sagen die manchmal, der Dietrich spinnt oder sagen die, oha? Die Patienten, die zu mir kommen, der Durchschnittspatient hat mehr als 23 andere Behandler vor mir gesehen, eigentlich die Unikliniken und alles und ist am Ende und hoffnungsvoll. Und meine Patienten, wenn sie an dieser Stelle sind, machen allgemein alles, was ich ihnen sage. Religiös und ganz genau, besser als ich es machen würde. Toll, wunderbar. Und jetzt hast du noch eine zweite Methode, die sozusagen unser Gehirn in Schwung bringt. Ja, das ist eine alte Yoga-Übung, die von der Uni in Los Angeles von Freunden von mir untersucht wurde mit PET-Scans, also mit sehr komplizierten medizinischen Untersuchungen, wo man zeigen konnte, dass sich viele Funktionen im Gehirn enorm verbessern, wenn man diese Übung 3 Minuten pro Tag macht. Einmal am Tag. Einmal für 3 Minuten. Aber für längere Zeit. Und da gibt es enorme Verbesserungen. Es sieht so aus. Das heißt Super Brain Yoga. Super Brain Yoga. Da bewegen wir uns auch? Ja. Okay. Die Hände halten die Ohrläppchen, sodass die Daumen vorne sind. Die Daumen nach vorne zeigen. Und dann gibt es tiefe Kniebeugen. Wobei beim Runtergehen eingeatmet wird und beim Hochgehen ausgeatmet. Das sieht so aus. Du gehst nicht so tief. Muss man mit Pumps die vielleicht nur 2 Minuten machen? Selbst 30 Sekunden wirken schon tief. Ja. Aber so für den vollen Effekt, wenn Leute Kurzzeitgedächtnisverlust haben, wie viele von den Patienten jetzt, oder einfache Denkstörungen, Wortfindungsstörungen oder am Computer werden immer beim Schreiben Worte verwechselt oder Buchstaben verwechselt oder man will rechts abbiegen, biegt aber links ab. So diese kleineren Dinge erreichen 30 Sekunden pro Tag. Aber so die großen Problematiken im Gehirn, Parkinson, MS, bei den Kindern, die so
aus dem Autismus rauskommen und schon einfache Anordnungen folgen können, ist das eine enorme Methode, die Heilung vom Gehirn zu beschleunigen. Dann sind es 3 Minuten am Tag. Und die mit Stoppuhr. Und die kann man ja auch heimlich machen, im Büro machen. Man zieht sich zurück, meinetwegen in den Waschraum, und macht diese Übung. Ich mache das sehr häufig nach bestimmten Patienten. Es gibt immer wieder Patienten, die, wo ich einen großen Energieverlust habe, wo ich hinterher denke, oh, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Dann gehe ich auf die Toilette, mache meine Übung, 30 Sekunden und bin wieder fit. Wunderbar.